scheiße. Sagt man das? Ich sag das. Was haben wir? Golf 7, 2 Liter TDI, 150 PS. Mal wieder ein 2 Liter TDI. Wir hatten mal jetzt den GTD, wir hatten den M3, den 150 PS, 2 Liter Diesel, also den kleineren. Jetzt haben wir wieder den kleineren Diesel mit 150 PS im Golf 7. Ist zurzeit ein angesagtes Modell, macht auch Sau Laune, ist angegeben mit 150 PS und 320 Newtonmeter Serie. Gemessen haben wir 156 PS und 346 Newtonmeter. Das heißt, er streut 6 PS und 26 Newtonmeter in diesem Falle nach oben. Wir haben jetzt eine Chip-Tuning-Software-Optimierung gemacht, speziell fürs Fahrzeug angepasst, haben in diesem Falle auf den Kopf eine Mehrleistung von 30 PS und, jetzt muss ich selber mal rechnen, fast 120 Newtonmeter, sprich 30 PS, 120 Newtonmeter Drehmoment mehr, das muss man sich mal überlegen. Das sind über 20% mehr Leistung, das ist der Wahnsinn. Wir haben jetzt einen Endstand von 186 PS und 463 Newtonmeter. Eben der Kunde meinte, merke ich das, also über 100 Newtonmeter ist Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn ihr das nicht glaubt, vorbeikommen und einfach mal machen lassen und fahren. Wir können ja mal gucken, können den Runden, Der Kunde fährt jetzt gleich mal eine Runde, ich frage ihn mal, ob der Bock hat, vor die Kamera zu rennen. Vielleicht kann der ja mal so ein kleines Feedback geben, damit ihr das einfach mal von einem, wie nennt man das, Unbeteiligten, von einer dritten doch, Partei einfach. Ja, aber ihr seht dann vielleicht mal eine Emotion, einen Eindruck, wie ihm das gefällt oder auch nicht. In diesem Sinne, Cut, Hunde fährt gleich. Geht ganz gut, oder? Ja, so. Macht schon Laune, ist was anderes, ne? Auf jeden Fall, ja. Es gibt Leute, die merken keinen Unterschied. Wenn ich mir denke, 120 Newtonmeter, das ist doch so ein Tritt in den Rücken. Ne, merkt man auf jeden Fall schon. Ja, so soll es sein. Top, Diagramm mal hier.